Langsam. Hart. Jetzt muss ich auch nicht was machen. Fertig, bitte weiter. Okay, nochmal. Also hier ist es wichtig, dass, wenn man da kurz steht, wenn er sich rausbewegt, dass ich mich rumbewege, um den nicht abzubekommen. Das ist ganz wichtig. Und dann kannst du ihn nochmal rausschieben, macht er jetzt erstmal noch nichts. Noch einmal, es ist sehr wichtig, eins, der bewegt dich zur Seite, bleibst du, wenn ich so stehen bleibe, hat er mich, auch wenn ich den hochziehe, hat er nicht. Deswegen, ja, eins, muss ich mir gehen, um den nicht abzubekommen. Und dann kommt er nochmal hier rein. Ganz wichtig. Was wir heute jetzt in anderen gemacht haben, ganz normal, Routine. Die Routine. Alles nur das. Ja? Das in Anwendung. Und selbst diese Anwendung, was ich euch gesagt habe, hier, genau. Und dann kommt jetzt mal hier rein. Selbst das ist nichts als Prinzip. Was lernen wir hier? Dass, ne, dass ich erstmal durchfließe, wenn ich angreife, zum Beispiel. Oder wenn er gut abwehrt, dass ich nicht versuche, hier was weiterzumachen, sondern hier aus der Seite und versuche, seine Schlagrichtung von mir wegzubringen und dass ich volle Schlagrichtung habe. Ne, hier. Also, dass ich erstmal rauskomme, über diese Geschichten. Was lernt er? Dass er unbedingt seine Schlagrichtung zu mir halten muss. Das ist auch nur ein Prinzip. Aber das kann in tausend verschiedenen Techniken vorkommen. Das muss nicht diese sein. Weil langsam, ich gehe rüber, du hältst deine Schlagrichtung zu mir. Ich will schlagen, dann kommst du nochmal raus. Genau. Und dann stehe ich nämlich auf einmal blöd und er kommt voll rein. Das ist nur ein Prinzip. Man muss sich die Sachen wirklich nicht merken. Das ist, dass der Körper ein Prinzip annimmt. Ja? Das ist das, was morgen kommt, einmal. Ja? Hier, das ist bewegtes Schritt. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, war unbewegt. Ja? Das ist bewegt, aber immer noch begrenzt auf einen einzigen Schritt. Vor und einen Schritt zurück. Ja? Hier ist halt noch dieser Angriff unten drin. Hier. Eins, der ist drin. Der war in den anderen Routinen jetzt nicht drin. Den nehmen wir hier raus. Komm mal hier hin. Eins, zwei, hier, ja, das Feinsten, das geht, ja. Auch wieder hier, prinzipiell, hier ist was offen, dass man da runterrutscht, dass oben wieder alles offen ist. Das ist auch das Prinzip, es muss nicht genauso kommen. Das ist ganz wichtig. Ne? Im Endeffekt kommt es zu einer Situation, ja, auf der Straße und irgendwas passiert. Das ist einfach, wie mein Körper in dem Moment reagiert. Ne? Hier. Wie der reagiert. Das ist dann nicht mehr gewohnt, dass irgendeine Routine ist. Das ist ganz wichtig. Ne? Dass ihr nicht euch an den Routinen festhält, jetzt muss ich das machen. Ja? Funktioniert nicht. Das ist dann, lasst den Körper dann alleine machen. Und sowieso, bei uns ist Prinzip, also ich rede ja vom Prinzipien. Prinzip, wenn ich jetzt mal einen Kampf rede, ja, ist Prinzip eigentlich, schlag den Typen und lass dich nicht schlagen. Das ist das Prinzip. Und dazu nutze ich alles, was mir gegeben ist. Das ist das Prinzip. Weil es geht um Kampfkunst und ich will einfach treffen, ohne getroffen zu werden. Das funktioniert auch nicht, wir brauchen nichts lügen. Jeden Kampf wird man auch irgendwie getroffen, aber meinen Schaden zu bekommen. Also das ist gering zu halten. Den eigenen Schaden gering zu halten und natürlich bei größeren Gegnern auf die Stellen zu gehen, ne, die mir mehr nutzen. Auf jeden Fall Programm steht an. Wir kommen zu dem morgen zum Trapping, also Fallenstellen, Armtrapping und so weiter. Ja? Diese Schrittarbeit, die ich gerade gezeigt habe, wie das in Relation steht zu Trapping. Dann wird übermorgen nochmal richtig hoch sein.
Ja, also dann geht es nicht mehr hier rum, hier, nicht dahin, sondern wenn wir die Distanz überwunden haben. Nicht von hier, ich will dich jetzt werfen, was wir gesagt haben, sondern von hier, ne, aus Schlägen heraus die Würfel, in die Würfel rein. Weil es ist nicht so, solange der Mensch stärker ist und größer ist als ich und sein Kopf noch voll da ist, kann ich meinen Kicks versuchen, die können sein Gleichgewicht brechen, aber werden ihn nicht zum Fall bringen. In dem Moment, wo man richtig zu ihm gesetzt hat, dann ist was ganz anderes im Hof, dann natürlich. Ja? Deswegen geht halt beim Dunkwish oder Snake Crane geht es wirklich erst Armdistanz. Ne? Machen wir Routine, routinemäßig das, was wir haben. Deswegen erstmal hier die ganze Schwachpunkte finden. Ja? Es geht hier raus in die Hofdistanz über, wenn er ein paar schon gesessen bekommt. Ne? Gut, wir sehen uns morgen. Mein Name ist Antonio, ich bin seit 37 Jahren in einem Shaolin-Kloster gewesen. Ich habe meinen Namen vergessen. Tschüss. Jan.